Es sieht so aus, dass der Begriff der Anarchie bei Marx in einem durchaus kritischen Sinn verwandt wird, das wissen wir alle. Aber dabei bedeutet diese Kritik so viel wie Anarchie der Warenproduktion. Das heißt also einen Zustand, in dem die Menschen den über sie gesellschaftlichen Gesamtprozess als ein für jeden Einzelnen blindes und zufälliges Erfahren. Aber die Idee, die hinter der Kritik einer solchen Anarchie steht, ist ja gerade die einer Kritik an dem über die Menschen herrschenden System und nicht etwa die an der Idee einer Freiheit von Herrschaft insgesamt.